Der aus türkischer Haft entlassene und in die USA zurückgekehrte evangelikale Pastor Andrew Brunson hat am 13. Oktober im Weißen Haus für Präsident Donald Trump gebetet. Brunson hatte 2 Jahre in Untersuchungshaft gesessen und war anschließend unter Hausarrest gestellt worden. Trump sagte bei der Begegnung zu den Bemühungen für die Freilassung: "Wir haben lange und hart verhandelt." Brunson dankte dem US-Präsidenten für sein Engagement und sagte, dass er und seine Ehefrau viel für den Präsidenten beteten. Trump antwortete darauf: "Danke, ich brauche das wahrscheinlich mehr als sonst jemand auf der Welt." Daraufhin fragte der Pastor, ob er auch jetzt für Trump beten dürfe. Der erwiderte: "Ja, herzlich gern." Brunson kniete dazu nieder und legte ihm die Hand auf die Schulter. Trump faltete die Hände und schloss die Augen. Der stellvertretende Bild-Chefredakteur Daniel Böcking hat zum Einsatz für den Schutz ungeborener Kinder aufgerufen. Der bekennende evangelische Christ äußerte sich in einem Kommentar für Bild.de. Er verweist darauf, dass in Deutschland jährlich über 100.000 Mal abgetrieben wird, mit steigender Tendenz. Für diese Entwicklung finde er keine Antwort, außer dass die inneren Hürden niedriger werden. Vielleicht auch der Wert, dem wir dem ungeborenen Leben zusprechen. Wer das hinterfrage, gelte schnell als verbohrt und reaktionär. Böcking fragt: "Warum ist es nichts Gutes, Mitmenschliches mehr, sich für einen ungeborenen Menschen, für den Allerschwächsten, stark zu machen?" Seiner Ansicht nach ist das Leben des Kindes wichtiger als das viel zitierte Recht am eigenen Körper. "Ein schlagendes Herz ist für mich Leben, ein eigener Körper, der beschützt werden muss", so Böcking. Der Einfluss des Christentums in Westeuropa sinkt, weil viele Gläubige Beziehungen zu Nichtchristen aufgeben. Das sagte Lindsay Brown, ehemaliger Direktor der Lausanner Bewegung, auf der SMD-Herbstkonferenz in Marburg. Seiner Meinung nach ist der biblische Auftrag, als Vorbild unter den Menschen zu leben. Als Gott seinen Sohn Jesus in die Welt sandte, sagte dieser nicht: "Ich möchte nicht in die Welt gehen, weil die Menschen so sündig sind, so gebrochen, so furchtbar. Kann ich einen Raumanzug tragen, wenn ich unter ihnen lebe?" Nein, Jesus kam und lebte unter ihnen und er nannte sich Freund der Sünder. Und das ist auch unser Auftrag, charakteristisch unter den Menschen zu leben und der Welt zu zeigen, was die Bibel sagt, was der angenehme Geschmack des christlichen Glaubens ist. Brown zufolge gehen Christen gerade in Ländern, wo sie bedrängt werden, mit positivem Beispiel voran. Ich denke, die 2 Dinge, die wir von Kirchen in anderen Ländern lernen können, sind, mutig zu sein, für Christus und für das Evangelium, und zu erkennen, es gibt da einen Preis zu zahlen, ihm nachzufolgen. Und auch kreativ zu sein, nicht ängstlich, um Menschen zu erreichen, wo sie sind. Die SMD ist ein Netzwerk von Christen an Schulen, Hochschulen und im Beruf. Sie haben rund 600 Schüler-Bibelkreise und Hochschulgruppen in mehr als 80 Städten.